Das Wort erhält nun der Kollege Thomas Oppermann für die SPD-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Katrin Göring-Eckardt, ich fand ja nicht alles falsch, was Sie kritisiert haben. Aber angesichts der Größe der Aufgabe, mit der wir es zu tun haben, fand ich Ihre Kritik insgesamt doch ein bisschen kleinteilig. Und vor allen Dingen habe ich vermisst, dass Sie wenigstens an einer Stelle mal sagen, wir schaffen das, diese Aufgabe ist so groß, dass auch die Opposition mithelfen muss. Ja. Meine Damen und Herren, was wir in diesem Sommer, was wir insbesondere am letzten Wochenende erlebt haben, das wird uns noch lange in Erinnerung bleiben. Nachdem Tausende von Flüchtlingen tagelang, zum Teil ohne Trinkwasserversorgung in Budapest, auf öffentlichen Plätzen und Bahnhöfen ausharren mussten, immer verzweifelter wurden, einige sich schon aufgemacht hatten, um in Fußmärschen über die Autobahn nach Deutschland und Österreich zu kommen. Da hat die Bundesregierung die Entscheidung getroffen, diese Flüchtlinge aufzunehmen. Und ich finde, das war eine absolut richtige, das war die einzig mögliche Entscheidung, die getroffen werden konnte. 20.000 Flüchtlinge an einem Wochenende. Ich finde, München hat diese Situation hervorragend gemeistert. Während in Budapest das Chaos und die Hilflosigkeit dominierte, gab es aus München Bilder der Hilfsbereitschaft, der Solidarität und des gegenseitigen Respektes. Ich möchte mich bei allen Mitarbeitern des öffentlichen Dienstes und bei allen Ehrenamtlichen, die das geleistet haben, ganz herzlich bedanken, meine Damen und Herren. Dank dieser Helfer zeigt sich Deutschland in diesen Tagen der ganzen Welt von seiner besten Seite. Und als am Sonntagmorgen ein Zug um 6 Uhr, ein Zug aus München mit 900 Flüchtlingen in Braunschweig ankam, da hatten Stunden zuvor schon die Malteser, die Johanniter, das Rote Kreuz und die ganze Freiwillige Feuerwehr aus den Braunschweiger Ortsteilen mitten in der Nacht dafür gesorgt, dass die Flüchtlinge aufgenommen werden können, dass sie versorgt werden können, bis sie weiterverteilt werden. Ich finde, das ist großartig, meine Damen und Herren. In der Griechenland-Krise haben wir gelernt, wie unerlässlich ein funktionierendes Staatswesen ist. In der Flüchtlingskrise sehen wir jetzt, wie unschätzbar wertvoll eine mitfühlende, aktive und gut organisierte Zivilgesellschaft ist, meine Damen und Herren. Diese Hilfsbereitschaft gehört zu den wertvollsten Tugenden, zu den wertvollsten Ressourcen unserer Gesellschaft. Sie macht unser Land stark, sie hält es zusammen und sie zeigt uns allen, wir können es schaffen. Ich bin überzeugt, auf Dauer kann diese Kraft weit über die Flüchtlingsfrage hinaus unser Land positiv verändern. Und Deutschland ist gewiss ein starkes Land. Daraus erwächst eine besondere Verantwortung. Und wir werden auch in Zukunft mehr Flüchtlinge aufnehmen als andere. Aber zu einer realistischen Bewertung unserer Kräfte gehört auch, dass wir sagen, allein mit Schweden und Österreich an unserer Seite können wir es nicht schaffen. Ganz Europa muss sich der Verantwortung für die Flüchtlinge stellen. Das können nicht einzelne Länder schaffen. Ich finde, der schwedische Premierminister Stefan Löfven, der gestern bei der Kanzlerin war, hat recht, wenn er sagt, die Flüchtlingskrise ist eigentlich in Europa keine Flüchtlingskrise, sondern eine Verantwortungskrise. Jedem muss doch klar sein, dass die Europäische Union, wenn sich die Europäische Union nicht auf eine faire Verteilung der Flüchtlinge nach festen Quoten einigen kann, dass dann eine der größten Errungenschaften dieser Union
infrage steht, nämlich die offenen Grenzen. Wir wollen die offenen Grenzen verteidigen, aber dafür brauchen wir eine gemeinsame europäische Flüchtlingspolitik, meine Damen und Herren. Zehntausende Flüchtlinge auf der Balkanroute, überfüllte griechische Inseln, all das zeigt, die alte Ordnung funktioniert nicht mehr. Und zwar nicht erst, seitdem Deutschland die Anwendung von Dublin III auf syrische Flüchtlinge ausgesetzt hat. Es ist doch schon länger klar, dass die Ankunftsländer wie Italien, Griechenland oder jetzt auch Ungarn damit überfordert sind, die große Zahl der Flüchtlinge allein zu schultern. Darüber, das muss man ehrlicherweise sagen, haben wir auch selber lange genug darüber hinweggesehen. Ein erster richtiger Schritt ist es jetzt, dass die EU die Aufnahmezentren zur Registrierung der Flüchtlinge in den Ankunftsländern zusammen mit dem UNHCR aufbaut. Aber im Grunde genommen brauchen wir einheitliche Asylregeln in ganz Europa. Denn nur wenn Flüchtlinge innerhalb Europas gleich behandelt werden, wird der Verschiebebahnhof für Flüchtlinge in Europa enden. Und ich finde, dieser Verschiebebahnhof muss aufhören, meine Damen und Herren. Ich glaube auch, dass Deutschland mit seinem mutigen Vorgehen viele in Europa wachgerüttelt hat. Viele Menschen schauen auf Deutschland und fragen sich, warum sind unsere Regierungen nicht dabei? Und immerhin will jetzt auch David Cameron Flüchtlinge aufnehmen. 20.000 Syrer in 4 Jahren, so viel wie am vergangenen Wochenende in München angekommen sind. Ich finde, das darf nicht das letzte Wort von David Cameron sein. Mit aller Entschlossenheit müssen wir jetzt auch die Fluchtursachen bekämpfen. Denn Menschen auf der Flucht in Europa Asyl zu gewähren, das ist immer nur die zweitbeste Lösung. Die bessere Lösung ist, wenn sie dafür zu sorgen, dass sie gar nicht erst fliehen müssen. Dabei brauchen vor allem die Anrainerstaaten der Herkunftsländer dringend Hilfe. In Jordanien, im Libanon, in der Türkei verlassen jeden Tag tausende Menschen die Flüchtlingslager, weil dort katastrophale Verhältnisse herrschen. Das UN-Flüchtlingswerk braucht in diesem Jahr 4,5 Milliarden Euro, um die Menschen in den Lagern um Syrien herum angemessen zu versorgen. Aber im Augenblick stehen nur 1,7 Milliarden Euro zur Verfügung. Wenn der UN-Flüchtlingskommissar aus Finanznot die Lebensmittelration kürzen muss, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn immer mehr Flüchtlinge aus diesen Lagern weiterziehen nach Europa. Diese Lücke muss die internationale Staatengemeinschaft schließen. Ich bin froh, dass die Koalition dafür 400 Millionen Euro bereitstellen will. Aber das wird nicht reichen. Deshalb bitten wir den Entwicklungshilfeminister zu prüfen, welche Umschichtungen in seinem Etat möglich sind. Der wächst in diesem Jahr um 750 Millionen Euro. Aber die Sonderinitiative Fluchtursache bekämpfen ist bisher nur mit 40 Millionen Euro vorgesehen. Ich finde, wir müssen in der Entwicklungspolitik einen deutlich stärkeren Akzent auf die Fluchtursache setzen. Meine Damen und Herren, mit Ihrer großartigen Hilfsbereitschaft haben die Menschen in Deutschland bei der Flüchtlingsaufnahme in den letzten Wochen und Monaten sind sie quasi in Vorleistung gegangen. Jetzt müssen auch die notwendigen staatlichen Entscheidungen getroffen werden. Wir müssen zeigen, dass der Staat die Lage im Griff hat und fähig ist, die Aufnahme der Flüchtlinge so zu gestalten, dass der soziale Zusammenhalt unserer Gesellschaft nicht verloren geht. Deshalb hat die Koalition am vergangenen Wochenende ein kräftiges Paket beschlossen. Wir werden die Unterbringung der Flüchtlinge verbessern und die Asylverfahren beschleunigen. Unser Ziel ist es, dass nur noch Flüchtlinge mit Bleibeperspektive auf die Kommunen verteilt werden, damit sie sich von Anfang an voll auf die Integration konzentrieren können. Und wir werden neue Erstaufnahmeplätze finanzieren.
und das Abweichen von Baustandards erlauben, um jetzt schnell handeln zu können. Aber am wichtigsten ist natürlich, dass wir die Länder und Kommunen mit 3 Milliarden Euro unterstützen. Denn wir dürfen die Sorgen der Menschen, die hier leben, nicht vergessen. Die Kommunen müssen trotz der Aufnahme von Flüchtlingen handlungsfähig bleiben. Das ist der entscheidende Faktor für den sozialen Zusammenhalt unserer Gesellschaft. Wir haben am Sonntag auch entschieden, dass unser Bildungssystem und der Arbeitsmarkt für die Flüchtlinge schnell geöffnet werden müssen. Das ist von großer Bedeutung, denn wir dürfen die Fehler nicht wiederholen. Darauf hat die Bundeskanzlerin auch hingewiesen, die wir bei den Gastarbeitern gemacht haben. Bei ihnen haben wir auf schnelle Integration verzichtet, in dem Glauben, sie würden uns bald wieder verlassen. Das war ein schwerer, ein folgenreicher Irrtum. Auch die meisten Flüchtlinge aus den Kriegsgebieten werden auf Dauer bei uns bleiben. Und das dürfen wir nicht nur als Belastung sehen, das müssen wir auch sehen als eine große Chance für eine alternde Gesellschaft, auch junge Fachkräfte zu gewinnen, meine Damen und Herren. Denn wenn wir es diesmal besser machen, dann können nicht nur die Flüchtlinge von Deutschland, dann kann auch Deutschland von diesen Flüchtlingen profitieren. Deshalb müssen wir jetzt unsere volle Konzentration richten auf Kita, Schule, Spracherwerb, Ausbildung, Beschäftigung. Bei den Flüchtlingen, die ohne Ausbildung zu uns kommen, ist es genauso wie bei denen, die bei uns leben, die keine Ausbildung haben. Jeder Euro, den wir heute in Ausbildung und Qualifizierung stecken, wird sich in Zukunft um ein Vielfaches auszahlen. Ich bin davon überzeugt, die Frage, wie lebenswert Deutschland in 10 oder in 20 Jahren sein wird, die hängt davon ab, wie wir heute mit den Flüchtlingen umgehen, wie wir sie aufnehmen und wie wir sie integrieren. Zur Wahrheit dieses Sommers gehört aber auch, dass nicht nur Kriegsflüchtlinge und politisch Verfolgte zu uns kommen, sondern auch viele Menschen, insbesondere aus dem Balkan, die Arbeit suchen und ein besseres Leben. Dafür habe ich ganz viel Verständnis. Aber diese Leute haben keine Chance, bei uns Asyl zu bekommen. Und deshalb finde ich, ist es auch ein Gebot der Fairness, ihnen das ganz klar zu sagen, damit sie nicht weiterhin immer wieder ihre gesamten Ersparnisse den Schleusern anvertrauen. Und deshalb ist es auch richtig, dass wir die Anträge aus diesen Ländern in einem vereinfachten Verfahren entscheiden. Bei der Frage der sicheren Herkunftsländer geht es nicht darum, die Flüchtlinge in gute und schlechte Flüchtlinge einzuteilen, sondern es geht um unterschiedliche Grade der Schutzbedürftigkeit. Weil wir nicht alle aufnehmen können, müssen wir uns auf die besonders Schutzbedürftigen konzentrieren, meine Damen und Herren. Und die richtige Antwort darauf ist deshalb ein Einwanderungsgesetz. Ein Einwanderungsgesetz, mit dem wir die Nachfrage nach gut ausgebildeten Arbeitnehmern steuern können. Ich bin deshalb froh, dass wir uns immerhin darauf verständigt haben, in begrenzter Zahl Arbeitsvisa für qualifizierte Arbeitnehmer aus dem Westbalkan zu vergeben, die in Deutschland einen tarifgebundenen Arbeits- oder Ausbildungsplatz haben. Auch wenn es in der Koalition noch keine Einigung über ein Einwanderungsgesetz gibt, das ist ein erster Schritt in die richtige Richtung. So sehr uns die Hilfsbereitschaft in unserem Land in den letzten Wochen beeindruckt hat, so besorgt macht uns die rechte Hetze, die sich derzeit in den Kommunen und in den sozialen Medien ausbreitet. Das ist unerträglich, und dagegen müssen wir mit aller rechtsstaatlich gebotenen Härte vorgehen. Ich finde gut, dass Heiko Maas, unser Justizminister, jetzt auch die Hetzparolen im Internet zum Thema gemacht hat. Facebook und Twitter müssen stärker prüfen, was gelöscht werden muss. Das Internet darf nicht zu einem Ort des Hasses und der Hetze gegen Ausländer werden.
Die Chancen, rechtsextreme Gewalttäter in Deutschland politisch zu isolieren, sind heute größer als vor 20 Jahren. Die ganz überwiegende Mehrheit der Deutschen empfindet eine tiefe Abscheu gegen Menschen, die Brandsätze in Flüchtlingswohnheime werfen. Und viele dieser Gewaltakte werden von der NPD organisiert oder gefördert. Das sollte sorgfältig dokumentiert werden, damit bei den anstehenden Verhandlungen vor dem Bundesverfassungsgericht keine falschen Vorstellungen über den gewalttätigen Charakter dieser Partei existieren. Aber es genügt natürlich nicht, nur die NPD zu verbieten. Jeder Einzelne von uns muss sich den Rechtsextremen entgegenstellen, so wie es der Bürgermeister von Heidenau gemacht hat, als der rechte Mob durch die Straßen seiner Stadt zog und Polizei und Asylbewerber bedrohte. Das ist ein vorbildliches Verhalten. Solche mutigen Menschen wurden in Sachsen viel zu lange alleine gelassen. Ich hoffe, das ändert sich jetzt. Auch wenn die gesamte öffentliche Aufmerksamkeit im Augenblick der Flüchtlingsfrage gilt, dürfen wir darüber die anderen politischen Fragen nicht vergessen. Deutschland ist ein Land mit stabilem Wachstum. Wir haben die tiefste Arbeitslosigkeit, den höchsten Stand der Beschäftigung seit der deutschen Einheit. Wir haben wachsende Steuereinnahmen. Aber die Börsenturbulenzen in China zeigen, wie schnell die internationale konjunkturelle Lage sich ändern kann und wie schnell damit auch die deutsche Exportwirtschaft unter Druck geraten kann. Und deshalb ist es gut, dass wir in dieser Koalition mit dem Mindestlohn, mit den Tarifabschlüssen, mit den hohen Tarifabschlüssen und mit Investitionen eine starke Binnenwirtschaft als zweites wirtschaftliches Standbein geschaffen haben. Der Export bleibt natürlich für unser Land eminent wichtig, aber wir haben jetzt durch wachsende Kaufkraft eine starke Binnenwirtschaft und das hilft uns sehr. Mit unserem Haushaltsentwurf für 2016 zeigen wir, dass diese Koalition die Infrastruktur unseres Landes weiter im Auge hat. Wir investieren in Verkehrswege, in schnelle Netze, in unsere Kommunen, in die Sicherheit. Und ich hoffe, dass sich die Bundesregierung bei ihrer Klausur in Meseberg auch darauf verständigen kann, dass wir die Finanzierung von jungen, wachsenden Unternehmen verbessern. Berlin ist inzwischen dynamischer bei Unternehmensgründungen als London. Aber mit der Gründung ist es nicht getan. Die Unternehmen brauchen auch Kapital, um sich zu größeren mittelständischen Unternehmen entwickeln zu können. Das Wachstum neuer Ideen ist von entscheidender Bedeutung für unsere Wettbewerbsfähigkeit. Und deshalb müssen wir dringend etwas tun, diese Start-ups auch in späteren Phasen gut mit Kapital auszustatten, meine Damen und Herren. Der Haushaltsentwurf 2016 ist der dritte ausgeglichene Haushalt in Folge. Wir sind zuversichtlich, dass das auch am Ende des Jahres so bleibt. Das zeigt, wie richtig es war, in guten Jahren für einen ausgeglichenen Haushalt zu sorgen. Damit sind wir heute in der Lage, zusätzliche Herausforderungen wie die ankommenden Flüchtlinge ohne neue Schulden zu bewältigen. Das schafft Spielräume, die wir nutzen können. Wirtschaftliche Stärke schafft Kraft für Solidarität. Ich finde, diesen Weg sollten wir weitergehen. Lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten. Volker Kauder.